Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr habt den Tag gut überstanden und den Abend genossen oder wenigstens noch am Genießen seid. Folgendermaßen, wir schauen uns Hatha an, ne, liebe Mann. Eigentlich finde ich Hatha eigentlich, ich sag mal, auf so eine gewisse Art und Weise schon sympathisch, so ein bisschen, ja. Man raubt einfach eine Bank aus, dann geht man. Moment. Okay, ich dachte, jemand steht hinter mir. Er raubt eine Bank aus, geht in den Knast, geht wieder raus und macht mit Musik Geld und verschwindet wieder. Also das, was ich am meisten bei vielen Rappern hasse, ist, wenn sie wiederkommen, ja, jetzt zum Beispiel wie jetzt vom Knastaufenthalt beispielsweise, und dann wieder mal spurlos verschwinden. Und dann kommen die irgendwann mal wieder. Ich finde das so ein bisschen, wie soll ich sagen, respektlos. Meiner Meinung, gegenüber den Fans natürlich. Das ist das, was ich sagen möchte. Aber das hat ja nichts mit der Musik zu tun. Die Musik von Hatha feiere ich. Es gibt so gewisse Lieder, die habe ich gefeiert, aber das kenne ich noch nicht. Und da bin ich mal gespannt. Lass uns mal loslegen. Ich will mal das Lied ein bisschen gucken. Oder wenigstens das Video. Los Bandito. Alter, was ist das für eine Quali? Was willst du machen? Ich komm in deine Stadt mit deinem Benz 500, deine Schlampen werden nass und alle schreien, wie schon wieder Rapper. Immer wenn du kommst, siehst du uns ab, klar. Ratar mit der weißen Alpha aus dem kriminellsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Und ihr sagt, dass ihr Beton in der Brust habt, normal, weil ihr meint, die Strecke des Haze gebucht habt. Ich kann nicht arbeiten von 8 bis 4, ich brauch 22 Zoll und steh erst abends auf. Ich will Profit und kein Label, das mich liebt. Pump 100.000 Euro Videoclips ohne Major Deal. Jetzt fällt Rapper nichts mehr ein. Oh nein, was für eine wacke Line, kein Doppelreim, kein Vergleich. Weil ich scheiß auf dein Reim, ihr verschwendet nur Zeit, es ist mein Zeit zu scheinen. Platz ins Geschäft, alle Leute fragen, wer ist dieser Junge und wo kommt er her? Im wildesten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Geh in Rassen und frag nach Hatha. Platz ins Geschäft, alle Leute fragen, wer ist dieser Junge und wo kommt er her? Aus dem wildesten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Geh in die Straßen und frag nach Hatha. Pass auf ihr Miskins und zeigt mir Respekt. Wenn wir eure Frauen checken, guckt ihr nur weg. Komm 1 gegen 1 oder 5 gegen 1. Damit ich euch nicht kille, muss ich in die Faust beißen. Was juckt mich das, du kleiner Hundesohn? Ich bin Kurde, bei uns ist Kämpfen Tradition. Die Ehre, unser Stolz, für den Kampf bekannt. Gianna Men, Biji, Kudu, Kurdistan. Schau uns an, alles kann erkannt. Hungrig wie Bären auf der Jagd nach Wohlstand. Königskette, Daytona und ein Benz. Ein Fünderpapp, bei dem jede Felge glänzt. Stellt euch nicht in den Weg, ihr seid gefickt. Es wird Ratar, wenn ich euch krieg und ausflipp. Das sind meine Hobbys, beruflich Bandit. Ratar, er kam, er sah, er sieht. Platz ins Geschäft, alle Leute fragen, wer ist dieser Junge und wo kommt er her? Aus dem wildesten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Geh in die Straßen und frag nach Ratar. Platz ins Geschäft, alle Leute fragen, wer ist dieser Junge und wo kommt er her? Aus dem wildesten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Geh in die Straßen und frag nach Ratar. Platz ins Geschäft, alle Leute fragen, wer ist dieser Junge und wo kommt er her? Aus dem wildesten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Geh in die Straßen und frag nach Ratar. Platz ins Geschäft, alle Leute fragen, wer ist dieser Junge und wo kommt er her? Aus dem wildesten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Geh in die Straßen und frag nach Ratar. Ich mach mal Stopp hier. ist natürlich ein mieser Track, ist klar, Alter. Zumal, wann ist der gemacht worden? 2007, glaube ich, ne? Also 10 Jahre her. Da war man noch nicht so richtig auf den, wie soll ich sagen, auf den Trap-Trip. So. Aber ist ja hart da, Alter. Ist ja klar, dass du, wenn du dann den Track hörst, solche miesen Lines bekommst. Ja, klar, kann man jetzt nicht vergleichen mit Kollegen oder sonst was, aber das ist halt Straßenniveau. So erwartet man da. Aber die sind schon mies. Die sind schon mies, muss ich schon sagen. Ja.
Danke fürs Zuschauen, danke für die Empfehlung dieses Videos, ist schon geil. Also, ich bin immer für alles offen. Im Moment nicht pervers hier nehmen, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, ich wünsche euch einen schönen Abend, wir sehen uns ein bisschen Tage. Mach's gut, ciao.